Hallo, guten Tag, liebe Jagdfreunde. Mein Name ist Jagdstifti. Die Munition geht zu Ende und somit gab es heute erstmal wieder Nachschub. Der Jungjäger sagte mir, er hätte ein paar Probleme mit Sauen im Weizen und deswegen heute Abend ging es raus an die Weizenrapskante in die Leitspur. Mal schauen, was da so kommt. Die Waffe ist geladen und gesichert und wartet darauf, benutzt zu werden. Aber leider noch keine Sau. Und doch da, die erste Sau zieht in der Leitspur direkt auf uns drauf zu, aber noch viel zu weit. Also schlecht anzusprechen, ist etwas stärker. Ich denke mal Überläufer oder ein zweijähriges Stück. Bloß wir sehen ja nicht, kommt da was hinterher. Deswegen Finger gerade lassen, erstmal schauen. Und da siehe die nächste starke Sau, in diesem Fall eine Bache. Und die Frischlinge kommen, wie man sieht, ganz unten, ganz klein hinterhergezogen in der Leitspur, wie sie rüberhuschen. Also erstmal haben wir alles richtig gemacht. Jetzt heißt es warten, was da noch kommt. Was wir nicht gesehen haben, rechts von uns stand noch eine Bache, die hatte auch Frischlinge, aber die war so dicht dran. Irgendwas muss sie gestört haben. Wind konnten sie nicht von uns kriegen, aber sie ging mit Mal hochflüchtig wieder über die Leitspur rein in den Weizen. Aber das ist so bei der Jagd. Irgendwas stört die Sauen und dann hauen sie ab und kommen auch nicht so schnell wieder. Jetzt sieht man, jetzt hatte man es gerade gesehen, die erste Sau, da kommt die zweite Bache. Und wo sind die Frischlinge? Es dauert zwar noch, aber sie müssen ja auch gleich kommen. Und man kann sie auch gleich besser sehen. Die waren meiner Ansicht nach schon etwas stärker. 5 oder 6 Stück, das ging so schnell. Ich konnte es nicht genau sehen. Wenn ihr das sehen könnt, könnt ihr ja mal vielleicht sagen, wie viele es waren. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Sau kommt noch. Leider habe ich da mit der Kamera etwas gewackelt und bekam die Aufnahmen nicht mehr so gut rein. Aber auch solche Bilder wie dieses Abendrot entschädigen einem. Tausende von Stare kamen noch und drehten ihre Runden. Also in diesem Sinne, liebe Jagdfreunde, wie immer, bleibt gesund. Horido, Weidmannsheil, euer Jagdstifti. Wenn es euch gefallen hat, teilt es auf Facebook, Daumen hoch oder ein Abo auf YouTube ist kostenlos.